Und einmal hat er vorzeitig verloren, Cisse Salif. In der vierten Runde verlor er gegen Ray Austin, den späteren WM-Herausforderer. Und wenn man Solis nicht nur im Ring sieht, sondern auch mal außerhalb des Rings, dann hat man den Eindruck, er müsste nicht nur der Schatten La Sombra heißen, er könnte auch der Goldjunge heißen. Gold-Ohrringe, eine dicke Goldkette, die ist mit Sicherheit schwerer als ein WM-Gürtel. Und er ist ein ganz cooler, macht einen ganz entspannten Eindruck und sagt, ich kümmere mich nicht um irgendwelche Weltmeister. Diese Kämpfe schaue ich mir nicht mal an. Ich boxe mich jetzt nach oben und dann gucke ich erst, wer den Gürtel oder die Gürtel hält. Ja, die werde ich mir dann holen, so zumindest sein Plan. Solis ist 27. Mit 19 hatte er schon Felix Samon geschlagen. Insgesamt 2 Siege gegen die Legende. Jetzt kommt Salif. Merkt auch, er muss ein bisschen mehr in der Offensive machen. Wenn er hier Solis den kompletten Kampf überlässt, dann tut es richtig weh. Variiert gut, Solis. Er schlägt nicht nur die linke und die rechte, sondern er nimmt auch mal die Kraft raus, um sie danach gleich wieder reinzulegen. Die erste rechte kommt relativ leicht und die zweite dann mit größerer Wucht. Etwas tief von Salif. Konter sitzen in dem Moment, also wenn Salif mal was probiert. Das ist ein bisschen zu langsam für die schnellen Fäuste von Solis. Der kann seine Schläge da ins Ziel bringen. Time! Und, kommt einer hinzu. Die vierte Runde, 8 Runden sind angesetzt. Unübersehbar im Schwergewicht. Salif hat über 120 Runden als Profi geboxt. Solis bislang nur 21 plus die 3 absolvierten heute. Aber als Amateur. Nicht nur die Erfolge, die wir vorhin gehört haben. Dreifacher Weltmeister, Olympiasieger, 227 Siege standen da am Ende zu Buche. Nur 14 Niederlagen. Also auch da kann man durchaus die Klasse nochmal spüren. Kommt problemlos durch. Und da gibt es Applaus auf offener Szene für diese Aktion von Solis und völlig zu Recht. Thank you.
der linke Haken. Und hier steht die Deckung dann auch sehr gut. Da kommt nichts durch. Also Solis macht das hier richtig gut. Schön. Klasse Kombination. Und da setzt er auch mit dem linken Haken nach, um sich Salif wieder richtig hinzustellen. Aber der zeigt an, ich kann eine Menge wegstecken. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Und da wiederum eine Runde zugunsten von Odlanier Solis. Sehr gut, sehr gut. Konzentration, ja. Bisschen weg mal. Okay. Odlanier. Konzentriert bleiben. Wenn wir mal sehen, die schöne Sehenklasse, wie er da hinterher geht. Aufpassen die Beine wieder, ja. Balance. Drei, vier Schläge hintereinander hier. Dann die linke nochmal. Er sieht, es macht Sinn, dran zu bleiben. Zum Schluss mit einem langen Jab. Stellt sich wieder gut hin. Und dann nimmt er auch die Beine gut mit. Da sieht man, dass er dieses Distanzgefühl hat. Er merkt, jetzt nicht zu nah dran stehen bleiben, sondern sich selbst auch ein bisschen Luft verschaffen, um da gut durchzukommen. Klasse Aktion. Rückfall zur fünften.